Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, wer ist jetzt die letzte Hoffnung? Die einen haben hier die Hoffnung, die anderen haben sie hier die Hoffnung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es den hier gibt. Ja, und ich möchte heute mit diesem Video, ich hoffe, ich kann heute mit diesem Video endgültig aufräumen mit gewissen Dingen, die, glaube ich, falsch gelenkt und manipuliert wurden, und die Wahrheit aus der Bibel zu zeigen. Ja. Wir werden uns heute über die Begriffe Recht und Gerechtigkeit unterhalten. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt noch einmal für die, die auch neu auf diesem Kanal sind, diese ganzen jüdischen Feiertage im Zusammenhang eben auch mit Trump bringen. Und dann möchte ich auch noch die Hilde Schwabe ein bisschen beleuchten und die Hoffnung. Ist sie trügerisch? Ist sie echt? Was sagt die Bibel dazu? Zu Beginn möchte ich euch etwas erzählen, und zwar etwas nicht Erfreuliches. Ich berichte normalerweise nicht gerne über Dinge, die halt nicht so schön sind. Und zwar habe ich ja jetzt diese Serie vorbereitet, die ich auf Zoom starten wollte, mit diesen 6 Punkten, wo ich wirklich sehr viele Anmeldungen bekommen habe. Habe jetzt alles fertig gehabt und heute wollte ich das noch abrunden, mir anschauen, gehe in den Computer rein, es ist alles weg. Es ist alles weg. Es ist alles einfach weg. Es war ein leerer, weißer Bildschirm, als ich auf Öffnen gegangen bin. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern, weil ich alles neu machen möchte. So viel zu dem Thema Zeit. Aber wie auch die böse Seite arbeitet, arbeitet auch die gute Seite. Und ich habe mittlerweile viele Anfragen bekommen und ich habe jetzt auch wirkliche Gotteskinder, die mich in meinem Dienst hier unterstützen wollen. Und deshalb habe ich jetzt eine neue Gruppe gegründet auf Telegram. Übrigens, ich bin auch auf Telegram. Hulda Offenbauer gibt es auch auf Telegram. Stelle ich euch unten die Links rein. Und ich habe auf Telegram jetzt eine neue Gruppe gegründet. Und zwar nenne ich die, also nicht ich, das wurde so eingegeben. Diese Gruppe heißt Befreiungsgruppe Jesus. Nein, Befreiungsgruppe Christus Jesus, Doppelpunkt, die Elite der Königskinder. Ja. Und in dieser Befreiungsgruppe kann man sich dazu schalten, wenn man wirklich ein wahres Gotteskind ist. Es geht hier darum, dass man hier Menschen anführen kann in dieser Liste mit Namen, Geburtsdatum und worum es geht. Ja. Und dieser Befreiungsdienst umschließt Befreiung von bösen Mächten, Dämonen, ob jetzt persönlich oder im Haus, Krankheiten, Notleid, ja, wo Hilfe gebraucht wird. Dort darf man Menschen hineinschreiben, für die wird dann proklamiert. Ja. Und die, die eben in dieser Gruppe drinnen sind, das sind die wahren Gotteskinder, die helfen mir hier zu proklamieren. Ja, ich werde da noch eine nähere Beschreibung dazugeben. Aber auf jeden Fall, diese Gruppe existiert jetzt einmal, damit ich nicht allein die ganze Arbeit hier machen muss. Darüber freue ich mich sehr, dass ich hier jetzt wirklich schon, dass sich die Arbeit jetzt aufteilt und nicht auf einen nur bitten bleibt. Ich habe auch jemanden gefunden, eine Liebe, die auch ein wahres Gotteskind ist, und sie hat sich jetzt angeboten, dass sie mir meine Playlist auf den YouTube-Kanal fertigstellen wird. Das heißt, es wird dann so sein, dass man sogar nur Stichworte eingibt. Und anhand der Stichworte findet man die dazugehörigen Videos. Also man kann sich dann hier wirklich gut zurechtfinden, aber ich habe die Zeit nicht. Drum danke, ihr Lieben, dass ihr mir da helft. So, jetzt möchte ich nochmal auf das letzte Video zurückkommen. Da hat sich ein bisschen wieder mal was gespalten. Für das bin ich ja berühmt. Ich polarisiere, an mir scheiden sich die Geister. Ich möchte aber jetzt wirklich sagen, ich unterstelle niemandem etwas. Ja, ich zeige einfach Fakten auf und stelle die Zusammenhänge dann zu der Bibel her. Weil die Bibel ist ja das Drehbuch, haben wir gesagt. Ja, und wie gesagt, Prediger 1,9, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Ja, das heißt, die Geschichte wiederholt sich und die Geschichte haben wir da drinnen stehen. Und deshalb müssen wir ja wissen, was da drinnen steht, damit wir auch wissen, was auf uns zukommt, beziehungsweise wer dahinter steckt und wie wir dagegen anzugehen haben. Ich möchte jetzt noch einmal auf das Thema Trump eingehen. Ja? Trump ist ja für viele Menschen, wenn man so hört, oder für einen Teil der Menschen, die Hoffnung. Der Gute, der ja alles wieder gut macht. Wie gesagt, ich unterstelle hier niemandem etwas. Ich wege nur Fakten ab und zeige, was die Bibel dazu sagt. Ich möchte jetzt ein bisschen ausholen.
in die US-Regierung hineinschauen. Da gibt es drei große Gewalten, ja, bei der US-Regierung, und zwar das ist die Exekutive, die Legislative und die Judikative. Und das ist bei unserer Staatsgewalt ja genau dasselbe. Es gibt dann auch die sogenannte vierte Gewalt, ja, das ist die vierte Macht, das ist die publikative Gewalt. Das sind die öffentlichen Medien, Presse, Rundfunk. Und diese vier Gewalten arbeiten im Endeffekt zusammen, ja. Und Regierungen, Großunternehmen, Parteien werden durch diese professionelle Öffentlichkeitsarbeit, die verdeckt arbeitet, werden die Berichte dann je nachdem in eine bestimmte Richtung gelenkt. Ja? Und wir dürfen wissen, dass die Medien, ja, diese Mainstream-Medien und auch sonst fast alle anderen, sind geprägt durch wirtschaftliche, durch politische und durch persönliche Interessen. Ja, das heißt, was da kursiert, ist nicht wahrheitsgetreu, beziehungsweise wird in eine Richtung gelenkt, wo eben diese Interessen dann zu ihrer Geltung kommen. Wenn wir jetzt anschauen, was die Bibel sagt zur Staatsgewalt, ja, wir haben ja, es ist heute sehr viel Wiederholung, wir haben ja das Kapitel Römer 13, natürlich muss das ein 13er sein, ja, da wird das beschrieben. Die Staatsgewalt. Und da heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Ja, und Mächten, da steht dieses griechische Wort Exousia, das bedeutet herrschen, beherrschen, Kontrolle ausüben. Das ist jemand, der große Macht hat und sie ausübt. Wir beleuchten das dann genau noch, was das ist. Denn es ist keine staatliche Macht, außer von Gott, und die Bestehenden sind von Gott angeordnet. Ja. Und das ist aber gemeint, welcher Gott ist das? Das ist der Gott in 2. Korinther 4, Vers 4, der Gott dieser Welt. So, und in diesem Kapitel 13 vom Römerbrief, da wird die ganze Staatsgewalt beschrieben, da werden die Regenten, die Beamten, die Machthaber beschrieben. Ja? Und ein guter Kommentar von der Elberfelder Bibel im Sprachschlüssel hinten ist, da werden diese Beamten und Regenten beschrieben, und da heißt es, es bezeichnet nicht so sehr die Beamten und die Regenten, sondern vielmehr die Mächte und Kräfte, die herrschen. Die Obrigkeiten. Ja? Und wenn wir uns die Obrigkeiten in der Bibel anschauen, dann kommen wir wieder auf dieses griechische Wort Archon. Ja? Und diese Archon, das sind Oberste oder Obrigkeiten, Regenten, Beamten, Beamte, Herrscher, Beherrscher. Ja? Das ist jemand, der Macht ausübt, die Regierung, die Herrschaft, die Autorität. Ja? Dieses Wort Archon haben wir auch bei den Juden. Ja, es gibt den Archon der Juden. Bitte aufschreiben diese Wörter, das ist wichtig, vor allem was jetzt Juden betrifft. Das kommt jetzt immer wieder, ja. Und Archon heißt auch Anfang, ja. So viel jetzt zu dem. Jetzt schauen wir mal, wo das begonnen hat, wo die Herrschaft, diese Hierarchie, ja, da haben wir wieder dieser Stamm Arch, Hierarchie. Wo kommt das her? Hebräer 1,10. Und du Herr, ja, da steht dieses Wort Kyrios, und Kyrios wird verwendet, wenn der alttestamentliche Jahwe übersetzt wird. Du Herr hast im Anfang, da steht jetzt dieses Wort Ache oder Achon, die Erde gegründet und die Himmel und die Erde sind die Werke deiner Hände. Ja, da wurde ja etwas geschaffen von diesem Jahwe, Himmel und Erde, das ist sein Werk. Aber wir wissen ja, dieser Himmel und diese Erde werden vergehen. Okay? Also jetzt haben wir mal den Ursprung, wo das herkommt. So, die Dinge wurden durch diesen Jesus, den Falschen, geschaffen. Das haben wir in Kolosser 1,16. Denn da heißt es, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare es sein. Und jetzt werden es aufgezählt. Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Ja, und bei Gewalten ist das griechische Wort Archon, und die Mächte sind diese Exousia. Ja, also da ist dieser Ursprung, okay? Und in der Offenbarung, natürlich müssen wir das in der Offenbarung ja auch bestätigt finden, in der Offenbarung 1,5 heißt es, da wird dieser Jesus Christus beschrieben, ja, der Falsche, weil Jesus, wissen wir ja, ist ein ganz normaler Vorname. Der Freund von unserem Schwiegersohn in Spanien heißt auch Jesus. Und Christus ist eine Bezeichnung, ein bestimmtes Amt. Und Jesus hat auch gesagt, es werden viele Christusse aufstehen, ja. Und in Offenbarung 1,5 ist es dieser Jesus Christus, der Fürst, der Archon, steht da,
der Könige der Erde. Und die Könige der Erde sind die Systeme dieser Welt. Ja, das sind diese ganzen Behörden und Institutionen. Und der hat Marionetten. Ja, er hat Marionetten. Die haben im Hesekiel 28 schon oft beschrieben. Das ist der Fürst und der König von Tyros. Das heißt, das sind die Geistwesen, der Cherub, der dahinter steht, und die menschlichen Marionetten. Ja. Und das, was ist, Prediger 1,9, ist das, was wieder sein wird. Ja, es ist immer dasselbe Spiel. Aber wir wissen, dass der Fürst der Welt, dieser Archon, der Oberarchon, gerichtet ist. Und ich möchte jetzt mit einem Vers das Ganze beginnen, und mit diesem Vers möchte ich dann zum Schluss noch einmal den einfügen und das alles abrunden. Und jetzt schauen wir uns, was dazwischen alles so kommt. Lukas 22, 25. Die Könige der Nationen herrschen oder beherrschen. Sie üben Gewalt und lassen sich Wohltäter nennen. Bitte dieses Wort aufschreiben. Ja? Also das sind die Könige der Systeme. Das sind die Könige der Nationen. Das sind unsere Systeme, die hier sind. Von denen werden wir beherrscht. Sie üben Gewalt über uns aus. Wir sehen das ja. Die Willkürgewalt des Gesetzlosen im Moment. Und die lassen sich aber noch die Guten nennen, ja. Und ich möchte das jetzt auf bestimmte Personen alles umlegen, ja. Ihr wisst, was ich damit meine. Und jetzt schauen wir weiter. Wir haben das prophezeit, dass das so sein wird. Im 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14, haben wir schon alles angeschaut. Das ist halt nur Wiederholung. Haben wir gesprochen von diesen betrügerischen Arbeitern. Ja, die erscheinen als die Guten, ja. Und da heißt es, denn kein Wunder, der Satan selbst, also der Oberste von ihnen, nimmt die Gestalt eines Engel des Lichts an. Damals wieder das Licht. Das Licht am Ende des Tunnels, von dem haben wir ja auch gesprochen. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Ja, also da ist der Oberste, der gibt sich als Guter aus. Die für ihn arbeiten, geben sich auch als Gute aus. Sie nennen sich Diener der Gerechtigkeit. Aber wir werden sehen, was ihr Ende ist, und das wird ihren Werken entsprechen. So, jetzt möchte ich euch einmal bitten, wenn ihr Zeit habt, nehmt euch eine Konkordanz her und schaut einmal dieses Wort Gerechtigkeit an. Das ist nämlich sehr interessant. Das kommt der Begriff Gerechtigkeit, gerecht, der Gerechte, gerecht sein, kommt hauptsächlich und ganz, ganz oft im Alten Testament vor. Das heißt, das hängt mit diesem Jahwe zusammen, ja, alias Satan. Und im Neuen Testament sind relativ wenige Stellen damit. Ja. Wenn, dann ist es hauptsächlich bezogen auf die Gerechtigkeit, die wir im Glauben von Jesus Christus annehmen können. Das ist die uns verliehene, die uns zugeschriebene, die wir annehmen dürfen, diese Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind sündlos, ja. Dadurch hat Satan keinen Anspruch auf uns. Wir finden in der Bibel auch den Wortlaut, die Sonne der Gerechtigkeit. Ja, und die ist immer in Verbindung mit diesem kommenden falschen Jesus. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Das ist nur jetzt mal ein bisschen zum Überblick. Ja. Und es gibt auch einen sogenannten Prediger der Gerechtigkeit im Alten Testament. Ja. Wenn wir da jetzt hinschauen, das war der Noah. Ja, Noah heißt ja an und für sich Trost oder Ruhe schaffen. Und wir sehen jetzt im Alten Testament etwas, was ein Sinnbild ist für etwas im Neuen Testament. Ja? Und zwar 1. Petrus 3,20 heißt es, die Arche wurde gebaut, in die 8 Seelen hineinkamen, die durch das Wasser hindurch gerettet wurden. Das Abbild davon errettet auch euch jetzt, Doppelpunkt, das ist die Taufe. Ja? Also wir sehen auf der einen Seite, wurde die Arche gebaut und durch das Wasser wurden diese 8 Seelen gerettet. Nur 8 Seelen, ja. Auf der anderen Seite ist das die Taufe, durch das Wasser die Taufe, die auch uns rettet. Ja. In Hoffnung für alle übersetzt das so, während Noah schon die Arche baute, aber als dann die Flut kam, wurden nur 8 Menschen in der Arche durch das Wasser getragen und gerettet. So wie diese 8 Menschen damals erfahrt auch ihr heute Rettung in der Taufe. Ja, wir sehen hier wieder ein Bild, zusätzlich noch, wie wichtig die Taufe für uns ist. Weil damals gab es ja diese allumfassende, vernichtende Sintflut. Sint heißt über, ja, also das ist über die ganze Welt damals gekommen, ja. Und
da haben wir jetzt wieder dieses Bild, ja. Ich meine, wir wissen, Johannes 8,44, Satan ist ein Mörder von Anfang an. Und wenn Jahwe sich etwas erschafft und dann im Endeffekt alles ermordet, ja, die ganzen Tiere, die da halt nicht in die Arche hineingeführt wurden oder hineingegangen sind, und die ganzen Menschen wurden umgebracht. Das ist Mord, das ist Mord, ja. Und das ist der Unterschied. Da ist dieser Jahwe, alias Satan, verurteilt. Alle, die ihn nicht anbeten, das sind die Gottlosen, das sind die Bösen, die werden jetzt alle umgebracht. Ja, das ist seins. Er sieht das Sichtbare und da gibt's nur, wenn nicht ich, dann Ausrottung, ja, Vernichtung. Haben wir alles schon angeschaut, dieses Wort, was wir gesagt haben. Einfach Ausrottung der Menschen, die nicht da in dieses System hineinpassen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Jesus, ja. Und Jesus, das ist der Unterschied. Jesus, der Gott ist, ja, er blickt dahinter. Er blickt dahinter, er verurteilt niemanden, ja. Und da sehen wir zum Beispiel auch die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, die sie schon steinigen wollten nach ihrem Gesetz. Ja, da gibt es das Gesetz. Und nach dem wird strikt verurteilt, geurteilt und eben, und da sie eben im Ehebruch ertappt wurde, musste sie sterben, ja. Und Jesus hat sie aber nicht. Hat sie dann rausgeholt, hat ihr Gnade und Erbarmen gegeben. Das war die Geschichte, ja, wo er dann in den Sand geschrieben hat, wo sie dann weggegangen sind. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So ging die Geschichte damals aus. Er hat sie nicht verurteilt, hat er gesagt. Sie haben dich nicht verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. Aber geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, das heißt, Jesus blickt hinter die Kulissen. Und wir sehen das auch, wenn Jesus sieht immer die Mächte dahinter. Jesus sieht nicht das, was mit den Augen sichtbar ist, sondern Jesus sieht die Mächte. Er sieht mit diesem geistigen Blick, da sind Mächte dahinter. Ja, und darum hat er auch zum Petrus gesagt, geh hinter mich, Satan. Ja, weil Petrus war Satan in ihm und er spricht das wirklich, er spricht ihm wortwörtlich an, geh hinter mich, Satan. Ja, weil er hinter dem schaut, er sieht die Geister hinter ihm. Er sieht, wodurch der Mensch beeinflusst, geführt, geleitet, gedrängt wird. Ja. Das ist ein Geist, eine geistige Macht und dahinter war in dem Fall beim Petrus war es der Satan. Ja. Und so sollen auch wir immer hinter die Mächte schauen. Hinter die Mächte von den Regenten, von den Beamten, von diesen ganzen Institutionen. Wir sollen hinter die Mächte auch schauen von einem Kurz, von einer Merkel, von einer Anschober, Spahn, von einem Gebrejesus, von einem Trump, von einem Biden, von einem Hitler, von einem Stalin. Da waren Mächte dahinter. Die waren geführt und beeinflusst. Das sind nur Marionetten. Das sind Marionetten, ja. Und dabei müssen wir schauen. Wir müssen geistig schauen. Wir dürfen nicht medienmanipuliert schauen. Wir müssen mit den Augen des Herzens schauen. Mit dem Geist, den Jesus uns eingibt. Das ist unsere Basis. Das ist die Basis, ja. Und ihr kennt ja den Spruch wie im Himmel, so auf Erden. Ja. Und so ist es auch mit dieser ganzen gesamten Hierarchie, ja. Die es im Himmel gibt, gibt es auch auf der Erde. Das haben wir eh schon angeschaut, ja. Diese ganzen Ränge und Abteilungen, was da gibt, ja. Und diese Hierarchie, da gibt's nur das eine. Entweder du gehorchst und wenn du nicht gehorchst, wirst du bestraft. Das war bei Jahwe auch so. Entweder du glaubst und gehorchst oder du wirst vernichtet. Und das ist immer der krasse Unterschied zu Jesus. Da erkennen wir die Geister, ja. Weil bei Jesus ist Gnade vor Recht. Und bei Jahwe gibt's nur Gerechtigkeit und Recht und Gehorsam und Strafe. Aus Punkt. Aber hier ist Barmherzigkeit, Gnade, Mitleid. Und wir sehen im Johannes 1,17, sehen wir wirklich diese krasse Gegenüberstellung Altes Testament, Jahwe, Israel, Juden, das auserwählte Volk und hier Christus Jesus, der Erlöser, die Hoffnung. Johannes 1,17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus Jesus geworden. Ja, hier ist das Gesetz und hier ist die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus. Ja, und das ist typisch. Ja, auf der einen Seite, hier im Alten Testament, da heißt es, gib mir deine Liebe, und leistet deinen Freunden Gehorsam. Ja, er fordert ja diese Liebe.
du sollst deinen Herrn allein lieben, mich allein lieben, mich allein lieben, mich allein anbeten. Ja? Und wenn du gehorsam bist, leiste mir ja treuen Gehorsam, sonst kommt die Strafe und das Schwert. Ja? Also hier, gib, leiste mir deine Liebe, gib treuen Gehorsam. Und auf der anderen Seite haben wir Christus, Jesus, da ist die Gnade. Ja? Da sind ausgestreckte, gefühlte Hände da, die uns hingehalten werden. Und da heißt es dann, nimm, empfange meine Liebe, meine rettende Kraft, mich. Ja? Das ist immer dieser Unterschied. Und jetzt möchte ich jetzt einmal kurz, ich gehe da jetzt ganz schnell durch, ja. Ich gehe wirklich nicht zu sehr auf die Punkte ein. Ich möchte diese ganzen jüdischen Feiertage mit unserem Ausgangstext im Hebräer, mit die Dinge noch einmal kurz streifen, damit ihr versteht, warum ich jetzt diesen Trump mit dem Licht am Ende des Tunnels mit hineingenommen habe auch. Und zwar, es sind ja auch jetzt viele neu auf dem Kanal, ja, und ich sehe das ja auch an die Einwände und an der Kritik, ja. Ich bin natürlich offen, ja, aber es werden Fragen gestellt und es fließen jetzt momentan Dinge ein, die uns die Zeit rauben und die uns vom Wesentlichen ablenken, ja. Wir müssen uns, fragt euch wirklich, wo ist jetzt meine Hoffnung, ja. So, Ausgangstext war, Hebräer 9, 5 und 10. Da wurde gesprochen von Satzungen, von Anordnungen, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung, in Klammer NWO, auferlegt sind. Und dann wird gesprochen von den Dingen, ja, von denen jetzt im Einzelnen nicht zu reden ist. So steht es da drinnen. Von denen jetzt, das heißt damals, war von diesen Dingen, wurde im Einzelnen nicht gesprochen. Jetzt aber schon. Und sogar weltweit. Ja. Schauen wir uns diese Dinge jetzt einmal an. Wir haben gesagt, dass diese jüdischen Feiertage, dass an diesen jüdischen Feiertagen immer etwas Globales geschehen ist eigentlich. Ja. Und wir haben die zwei ersten blutigen Feiertage gehabt. Das war dieses Fest Passa. Ja. Das war am 13. 14. Nissan. Da wurde dieses Passalam geschlachtet. Das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen. Der Würgeengel, als er durchging, hat er sie verschont. Ja. Und interessant ist auch, dass das 13. 14. Nissan ist, Jesus Christus wurde an einem 14. Nissan gekreuzigt. Ja, das sind keine Zufälle. Und dieser 13. 14. Nissan fällt heuer auf das Jahr 2020 auf den 8. und 9. 4. Ja, weil die Tage beginnen immer am Abend und enden am Abend. Darum ist das 8. 9. 4. 8. 9. 4. 2020, was war da? Ich habe das alles in die Videos, ja. Könnt ihr euch alle nachschauen. Ich kann das nur kurz jetzt hier sagen. Da war der offizielle Beginn dieser NWO. Inoffiziell war das gleich einen Tag drauf, wo Trump am 10.04. sein Präsidentschaftsamt abgegeben hat an die FEMA. Ja? Der nächste blutige Feiertag war dieses Fest Purim. Das war der 13. Adar. Der 13. Adar ist 2020, der 10. und 11.03. 2020. Ja, das war der offizielle Beginn der Gesetzlosigkeit des Antichristen. Das war die große Bedrängnis, die wir hier geschrieben haben, wie sie noch nie gewesen ist. Ja? Daniel prophezeit und Jesus hat das in seiner Endzeitrede vorhergesagt. Ja? Diese große Endzeitbedrängnis. Ja, das war das war 10., 11.3. Und was war, und inoffiziell wurde das dann eben ausgerufen, nämlich am 11.3.2020 von Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er ruft hier weltweit die Pandemie aus. Ja, das war der Beginn. Dann haben wir noch diese Begriffe, die gewisse Leute auch verwenden. Onkel Bill hat gesagt, die Dinge werden nicht wieder normal werden, bis wir einen Impfstoff haben, der im Wesentlichen die ganze Welt bekommen hat. Wir haben in dem Video dann auch beleuchtet, die Zusammenhänge mit dem Wesentlichen. Aber wir halten hier die Dinge fest. Ja? Tedros hat dann auch gesagt, wir sind gemeinsam dabei, die richtigen Dinge mit Ruhe zu tun und die Bürger der Welt zu schützen. Bill Gates hat dann noch gesagt, das nächste Ding würde auf jeden Fall Aufmerksamkeit erhalten. Ja, wenn ihr euch erinnert, das war das Video, wo die 750.000 Stechmücken in Florida losgelassen wurden, diese manipulierten, die im arge Wirkungen auf uns Menschen haben. Ja. So, und dann haben wir gehabt, dieses Fest Chanukka, 11. bis 18.12., das Lichterfest. Ja.
Und das Wahlmännerkollegium für die Präsidentenwahl findet genau in der Mitte am 14. Dezember 2020 statt. Ja? Und Donald redet ja vom Licht am Ende des Tunnels statt dem Dark Winter. Jetzt schauen wir noch weiter. Es gibt eine sogenannte Tempelmünze der Juden. Ja? Und auf dieser Tempelmünze der Juden ist der Kopf vom Onkel Donald abgebildet. Ja? Da ist der Donald abgebildet. Dann gibt es diesen siebenarmigen Leuchter der Juden. Da gibt es den Tempel der Juden auf der Rückseite oben. Ja? Ich stelle nur Zusammenhänge her. Und Trump ruft Jerusalem zur Hauptstadt von Israel aus. Ja? Und wir haben auch die Zusammenhänge hergestellt von dieser Chabad Lubavitch. Ja? Das ist diese jüdische Sekte, die die Obersten sind, wo alle Juden untergeordnet sind, im Zusammenhang auch mit Jared Kushner, und haben wir alles besprochen. Ja? Ich kann hier nur Stichworte geben. Schaut euch bitte die Videos an. So, dann gab es noch dieses Fest 18.19.09.2020. Und zwar war das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. Ja, an diesem Rosh Hashanah, da wurde bekannt gegeben, dass heuer das letzte Rosh Hashanah ist, das ohne Messias gefeiert wird. Das heißt, sie haben bekannt gegeben, die Juden, dass der Messias jetzt in diesem Jahr kommt. Ja, das heißt, 18.19.2020 bis zum 18.09.2021, in dieser Zeit kommt der Messias der Juden, soll er kommen, ist angekündigt. Ja, und das hat dieser Rabbi Shalom Arush gesagt. Diese Dinge sind jetzt klar und jeder sieht sie. Ich kann nicht einfach Dinge sagen, ohne sie zu deuten. In diesem Jahr werden die Leute tolle Geschenke bekommen. Ja? Und das ist gemeint, wenn man die Juden fragt, was das bedeutet, das sind die Sklaven, die sie dann bekommen, die sie arbeiten werden. Ja, und dieser 18.09., was war dann wirklich an diesem Rosh Hashanah? Da war Israel, hat als erstes Land den zweiten Lockdown ausgerufen. Das erste Land auf der ganzen Welt war Israel und hat den zweiten Lockdown ausgerufen. Und auch beim ersten war Israel ein Vorreiter. Ja? Und schauen wir uns das noch kurz an, dieses Rosh Hashanah. Das heißt ja wörtlich Kopf des Jahres. Es ist der Tag, an dem der große Programmierer aller Dinge sich überlegt und er will eine neue Weltsoftware starten. Ja? Rosh Hashanah wird auch der Geburtstag des Universums genannt. Und jetzt schauen wir uns diesen Begriff an, diese Software neu starten, dieser große Neustart, the Great Reset. Was plant die Weltelite da? Ja, da gibt's das Weltwirtschaftsforum und da spricht von diesem Great Reset, eine neue Weltordnung, NWO. Das haben wir ja in der Bibel besprochen schon alles. Ja, und der Gründer des Weltwirtschaftsforums, der Klaus Schwab, ist das. Und er hat ihm gesagt, die Welt braucht nach der Corona-Pandemie eine globale Neuordnung der sozialen, der politischen und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ja, das heißt, das ist die Weltelite. An der Spitze ist dieser Klaus Schwab, der hat eine Frau, die heißt Hilda. Ja? Und diese Hilde, die ist eigentlich die stille Schafferin im Hintergrund von diesem WEF, dieser World Economic Forum. Und dann fragte man sie, als ihr Mann damals mit der Idee kam, Manager an einem Ort zu vereinen, das war in Davos, um die Welt zu verbessern, dachten sie dann nicht, dass er einer Illusion hinterherrennt? Und sie lacht. Überhaupt nicht. Ich fand seine Idee faszinierend. Und sie war dann wirklich diese treibende Kraft. Kann man sie eigentlich als Schafferin nennen, die das hier ins Leben gerufen hat? Ja, das heißt, wir haben hier Hilde und ihre Weltelite. Ja? Und hier haben wir Hulda und ihre Königskinder. Ja, wir arbeiten dagegen. Immer der Gegenpart. Ja? Wir haben hier diesen Befreiungsdienst Christus Jesus, die Elite der Königskinder, geschaffen. Was hat Donald Trump gesagt? Als 2016, also das Amt angetreten, also zu Beginn hat er gesagt, wir werden den Sumpf der Korruption in Washington DC austrocknen. Ja? Washington DC. Wir wissen ja, dass es auch in Washington diese jüdische Chabad-Synagoge gibt, wo der Jared Kushner und die Ivana Trump, also die Familie Trump, ist dort immer anwesend oder immer
da gibt es diese Verbindungen und da ist ein gegenseitiger Einfluss da. Ja? Eine gegenseitige Unterstützung, ein gegenseitiger Einfluss. Und es gibt auch einen Washingtonplatz in Berlin. Berlin ist ja auch eine ganz wichtige Stadt. Gibt es viele Videos schon drüber auf dem Kanal hier. Und auf diesem Washingtonplatz gibt es ein Gebäude. Das ist der Cube-Würfel. Cube heißt Würfel. Ja? Und es gibt diesen Cube Berlin. Das ist ein würfelförmiges Gebäude auf dem Washingtonplatz. Ja? Das sind hier Verbindungen da. Und wir haben damals Videos gemacht über den Würfel. Ja? Und da haben wir gesagt, es gibt diesen schwarzen Würfel, es gibt auch schwarze Gebäude, es gibt würfelförmige Gebäude und da gibt es diesen versteckten Zusammenhang. Und das bekannteste würfelförmige Gebäude ist in Mekka. Ja, und ich möchte jetzt kurz noch eine Wiederholung starten. Wir haben über den Würfel gesagt, es gibt übrigens auch diesen schwarzen Würfel von Metatron. Ja, Metatron ist einer der Erzengel und das ist interessant, weil die anderen Erzengel, Michael, Uriel, Gabriel, Raphael und wie sie alle heißen, haben dieses El zum Schluss. Ja, das ist eben dieses El für El oder Elohim oder El Shaddai. Und das ist auch eine Bezeichnung von Yahweh. Aber dieses Metatron hat dieses El nicht. Er wird bezeichnet als der König der Engel, ja. Und der hat auch diesen Würfel, der Würfel des Metatron. Und die Ursprünge, das ist ein Energiesymbol, ja. Also da steckt Kraft drinnen. Die Frage ist jetzt nur von welcher Kraft, weil wir wissen ja, es gibt nur zwei Energien, entweder von oben oder von unten. Die Ursprünge von diesem Energiesymbol liegen in der Blume des Lebens. Ja, die haben wir auch schon beleuchtet. Und wenn man hier jetzt dann einige Kreise wegnimmt, dann bleibt die sogenannte Frucht des Lebens. Die besteht aus diesen 13 Kreisen. Natürlich 13. Ja? Und das ist diese Frucht des Lebens, nennt man das. Ja. Und wenn man jetzt die Zentren von diesen Kreisen, das Zentrum von den Kreisen, mit einfachen Linien verbindet, dann kommt dieses heilige Muster heraus, nämlich das Muster des Metatron-Würfels. Dann kommt das zum Vorschein, ja. Und in diesem Würfel ist Energie und Kraft drinnen, ja. Ja, sagt man halt. Und ich möchte euch jetzt kurz noch die Zusammenhänge erläutern, die wir schon besprochen haben, was wir zum Würfel gesagt haben. Wir haben gesagt, der Tempelbau, die Steine waren in Würfelform. Tempel, jüdischer Tempel. Ja. Die Stadt Jerusalem, die jüdische Stadt Jerusalem, die auch aus dem Himmel jetzt kommen soll, ist angelegt in Würfelform. Das haben wir in der Offenbarung beschrieben. Die Freimaurer haben zwei Symbole. Zirkel, ja, da entsteht ein Kreis, und das Winkelmaß, da entsteht der Würfel. Und wir wissen ja, die Freimaurer haben einen Gott, das ist Satan. Und Satans Siegel ist der Würfel. Und zwar mit der Zahl, habe ich jetzt die Zahl, mit der Zahl, ja, ich habe sie. Ja, der Würfel steht in Verbindung mit dieser Zahl. Und wir haben dann festgestellt, in verschiedenen Methoden, ja, also nicht nur bei einer Rechnung, da kommen wir immer wieder auf diese Zahl hier. Und das hängt jetzt dann, wir haben gesagt, der Würfel ist etwas, ist ein Gefängnis für uns Menschen. Wir sind darin in Zeit und Raum und in Materie gefangen, in unserem Denken. Ja. Wenn aber jetzt wir erlöst werden durch unsere Hoffnung, durch Christus Jesus, dann befreit er uns aus diesem Würfel, dann ist der Würfel offen. Ja. Und jetzt möchte ich in diesem Sinn die Verbindung herstellen zu dem trügerischen Licht, was die Bibel dazu sagt. Ja. Das heißt, wir wissen ja, es gibt den Lichtträger, den Luzifer, den Morgenstern, der falsche Jesus, ja, in der Offenbarung so genannt. Und ich möchte jetzt wirklich mit der Bibel zeigen, dass es ein Licht gibt, das gut ausschaut, aber es ist trügerisch. Es ist nicht das richtige Licht. Es ist nicht die richtige Hoffnung. Hiob, wir haben letztes Mal, ich stelle euch das Video unten rein, diesen Leviathan, dieses Meeresungeheuer, das Tier aus dem Meer in der Offenbarung, dann haben wir beleuchtet. Dieser Leviathan, den wir mit Satan gleichsetzen können, er ist der König über die Stolzen, haben wir gesagt. Ja? Und in diesem Kapitel
Hiob 41, da gibt es jetzt noch was, da wird er beschrieben. Siehe die Hoffnung, in Klammer Erwartung, auf ihn erweist sich als trügerisch. Ja, oder manche übersetzen auch, siehe die Hoffnung, die Erwartung auf ihn oder ihn zu fangen, erweist sich als trügerisch. Aber ich möchte jetzt diese Übersetzung für uns nehmen, die Hoffnung und Erwartung auf ihn erweist sich als trügerisch. Was steht jetzt im Hebräischen für ein Wort bei trügerisch? Und zwar steht da Kasab. Dieses Wort heißt Lügen, die Unwahrheit sagen. Ja, da spricht jemand und sagt etwas, das ist aber eine Lüge. Es ist ein Täuschen mit Worten im Umgang mit Menschen. Ja, Menschen werden getäuscht, es wird ihnen etwas vorgetäuscht, etwas gezeigt, etwas Gutes, was dann gar nicht so ist. Das Sagen der Unwahrheit. Das Nicht-Einhalten von Zugesagten. Das unrechtmäßige Verschweigen. Geheuchelte Frömmigkeit. Ja, die geben oft einen Schein von Frömmigkeit an. Eine Illusion. Ja, und so wird das auch gebraucht in diesem Hiob 41. Das ist eine Illusion. Das ist keine Hoffnung. Die Hoffnung ist trügerisch. Die löst sich auf. Das ist nämlich keine Hoffnung. Das ist Lüge. Ja. Wir müssen uns immer fragen, auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Wer ist jetzt letztendlich der Erlöser aus diesem Dilemma? Die Bibel spricht auch vom trügerischen Wasser. Wir haben auch letztes Mal schon gesprochen. Wir haben verglichen diese Jahwe mit dem Wasser, mit der Quelle, mit dem Brunnen, ja, haben wir gesagt, dass er Ströme von lebendigen Wassern gibt. Und dann haben wir gezeigt, dass Jesus Christus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wir haben immer die zwei Wasser. Ja. Es gibt aber ein trügerisches Wasser. Und wir haben auch die trügerische Hoffnung. Da ist die falsche Hoffnung. Ja, ihr wisst jetzt, in welche Richtung das geht. Das ist eine falsche Hoffnung. Hier ist die richtige Hoffnung. Christus Jesus. Hier ist das trügerische Wasser, alias Jahwe. Hier ist die richtige Hoffnung, Jesus Christus. Und das gibt's beim Propheten Jeremia, Kapitel 15, Vers 18, da heißt es, warum ist mein Schmerz dauernd da und meine Wunde ist unheilbar? Sie will nicht heilen. Und dann klagt der Jahwe an, ja, du bist für mich wie ein trügerischer Bach geworden, wie Wasser, die nicht zuverlässig sind. Ja, das ist dieses Wasser, das sind diese Ströme, die gut ausschauen, aber das ist Lüge, das ist Bluff. Und das ist genauso, wie der Hiob sagt, ne? Wie der Hiob dann ihn anklagt, den Jahwe, und sagt, in einen grausamen, das griechische Wort ist Satan, anfeinden heißt das, hast du dich mir verwandelt, du hast mich angefeindet, ja. Also da verspricht er ihm was und dann feindet er ihn an. Und das passt ja eigentlich gar nicht zusammen, ja. Gottes Wesen ist entweder so oder so. Es gibt nur entweder oder, ja. Und da sieht man auch den Unterschied, ja. Er verwandelt sich. Und das ist das Wesen von diesem Jahwe. Er verwandelt sich ständig. Heute so, morgen so. Und das sind die Gesetze auch. Heute so, morgen so. Das ist die Willkürherrschaft. Und wir haben gesagt, die Hoffnung auf ihn erweist sich als trügerisch. Wir haben als Ursprung gezeigt, das ist der Leviathan alias Satan, ja, der hier eine Hoffnung gibt, eine Erwartung gibt, etwas verspricht, was im Endeffekt nicht tut. Es ist Lüge. Erfüllt Erwartungen nicht. Es fällt zusammen wie ein Kartenhaus, auf das wir gebaut haben oder auf das die Gehalt gebaut haben. Und das finden wir in der Bibel im endzeitlichen Antichristen wieder. Der endzeitliche Antichrist ist ein Pseudochristus, das heißt ein Lügenchristus. Und wir wissen ja, dass die Lüge, der Vater der Lüge, kommt vom Teufel. Ja, der Vater der Lüge ist Johannes 8,44, er ist der Vater der Lüge. Und er redet aus seinem eigenen und was er sagt, ist die Lüge. Er redet nicht die Wahrheit. Und dieser Antichrist, dieser Pseudochristus, der endzeitliche Antichrist, übernimmt die Aufgaben und Ämter von Christus. Und was war Christus? Er war ein Guter. Also das heißt, der endgültige Antichrist taucht oder erscheint ist sichtbar als ein Guter, ja, natürlich. Wenn er sich als Böser tarnt, dann wird er ja sowieso gleich abgelehnt und kommt als Guter.
Und er präsentiert sich der Welt jetzt als der wahre Gegenstand ihrer Hoffnungen. Da muss ich mich jetzt fragen, wo ist meine Hoffnung? Auf wen setze ich meine Hoffnung jetzt in dieser Zeit? Sind das jetzt die Außerirdischen, die mit ihren Raumschiffen kommen? Ist das jetzt ein Trump? Oder sind das jetzt irgendwelche andere Institutionen? Oder ist das Christus Jesus und wir, die Königskinder? Das ist die Frage. Ja, also er präsentiert sich als der wahre Gegenstand ihrer Hoffnungen, als der Befriediger aller ihrer Bedürfnisse und als Heiler aller Krankheiten und Seuchen. Das ist der endzeitliche Antichrist. Und ich möchte jetzt noch, ich habe ja gesagt, Washington, ja, der Sumpf, den Trump in Washington DC austrocknen möchte. Und wir haben auch diesen Cube. Der Cube Berlin am Washingtonplatz. Und jetzt gibt es ein Zitat, ich möchte jetzt ein paar Zitate bringen. Ihr wisst, die Zitate habe ich nur als Bestätigung. Ja. Für mich ist das nicht jetzt das um und auf, das hier ist das um und auf, aber nur um gewisse Sachen, Dinge zu bestätigen. Washington, Handelsblatt vom 14.11., Washington, Doppelpunkt. Der vom Pfizer und der deutschen Firma BioNTech entwickelte Carola-Impfstoff soll nach den Worten vom Onkel Donald, Anführungsstriche, sehr, sehr schnell in den USA zugelassen werden. Die jüngst von den Herstellern verkündigte Wirksamkeit des Impfstoffes, Anführungsstriche, übertrifft bei Weitem alle Erwartungen, sagt Donald im Weißen Haus. Bill Gates sagt in einem Interview, ich habe Trump erklärt, wie großartig die Impfstoffe sind. Das Wunder der Impfstoffe ist noch größer als das der Antibiotika. Impfstoffe sind gut getestet, sie sind bekanntermaßen sicher. Und ihr wisst das, wo das in der Bibel drinnen steht, ja? Das sind die Zeichen und Wunder der Lüge des Antichristen. Findet man im 2. Thessalonicher 2,9 oder in Offenbarung 13,13 natürlich. Das ist das Tier, das so große Zeichen und Wunder der Lüge tut und verführt alle, die auf der Erde wohnen. Ja, das ist der Engel des Lichts, der Wohltäter. Wer befürwortet das jetzt, müssen wir uns fragen. Ja? Und schließen möchte ich jetzt, wie versprochen, mit dem Anfangsvers, mit Lukas 22,25, mit dem schließe ich jetzt hier. Die Könige der Nationen herrschen und beherrschen und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ja? Entscheidet selbst, auf wen ihr eure Hoffnung setzt. Ich mache hier niemanden schlecht, ich zeige Fakten auf, ich zeige das auf, was aus der Bibel steht. Jeder darf sich für sich selbst entscheiden, ohne den anderen irgendwie zu beeinflussen. Wir können Gott selbst fragen, wer ist jetzt die Hoffnung? Und ihr werdet sicher Antwort bekommen. Und ich wünsche euch dabei Gottes reichsten Segen.